Lange war es still im Savage Garden. Mit ihrer neuen Single Hold Me melden sich die beiden Australier Darren und Daniel wieder zurück. Ein ziemlich persönlicher Song. Album handeln von meinem Privatleben. Hold Me geht es um eine Beziehung, die nicht mehr funktioniert. Das Video haben wir in London gedreht und es ist der absolute Lieblingsclip von mir geworden. Es gab eigentlich kein Make-up, kaum Styling. Ich gehe einfach nur durch die Straßen und performe den Song. Ich liebe diesen Clip. Für ihre Fans sind Savage Garden längst Kult. Ausverkaufte Hallen sind der Beweis, auch in Deutschland. Von einem angeblichen Ende der Band wollen die beiden nichts wissen. Es wird definitiv keine Trennung geben. Es gab da viele Gerüchte. Wir denken darüber nach, auch mal alleine ein Projekt durchzuziehen. Daniel will zum Beispiel eine Platte produzieren. Aber ehrlich, wir sind mitten in einer Welttournee. Da kann ich über sowas nicht nachdenken. Auch über ihr drittes Album können Savage Garden noch nichts verraten. Alles, was wir bisher gemacht haben, war eigentlich ganz spontan. Nach dem Erfolg unseres ersten Albums haben wir uns hingesetzt und uns gefragt, ob wir das normal machen wollen und ob wir nicht was ganz anderes machen wollen. Mir kommen die Ideen immer mitten in der Nacht und die Fans sind die Ersten, die es dann erfahren. Bis Ende Dezember sind Savage Garden noch auf Tour und dann will Darren erst einmal einen langen Urlaub einlegen. Die Fans dürfen also gespannt sein.